Hallöchen auch, Freunde, und willkommen zurück zur dritten Folge von Red Crow Mysteries Legion. Ja, wir sind das letzte Mal stehen geblieben, wo wir unsere Mutter im Garten getroffen haben und die uns weiß gemacht hat, wir wären die Auserwählte, wir wären die einzigste Person von vielen, die gegen den Legion antreten kann. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Und wir werden jetzt gerade getestet, ob wir überhaupt dazu fähig sind. Das Ganze soll ausschauen wie ein Albtraum, soll es aber nur so ausschauen. Und ich weiß nicht, wie die Person heißt, die wir spielen. Es ist auf jeden Fall wieder eine Frau. Und ja, wir haben das letzte Mal hier das mit den drei Statuen geschafft. Und da hat sich so eine Wendeltreppe runtergeschoben. Und da gehen wir jetzt einfach mal rauf. Ein rotes Herz. Ist hier irgendwo wieder eine Rose oder so? Per Zufall. Ich finde die Musik auch richtig schön. Also soll schon ein bisschen gruselig wirken. Aber wie gesagt, erinnert mich mächtig an Resident Evil Speicherraum Musik. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel jetzt hier keine Rose. Wie gesagt, in der letzten Folge oder der vorigen Folge habe ich schon gesagt, dass ich nicht versprechen kann, dass ich alle Rosen sammle. Also wie gesagt, kann ich nicht versprechen. Ist vielleicht auch in naheliegenden Szenen vielleicht eine Rose versteckt oder so. Und ich glaube, hier kommt was drauf, vermute ich mal. Also angezeigt wird mir jetzt nichts. Weil sowas wie Statuetten, Gewichte, wir haben drei Gewichte, aber ich glaube nicht, dass die... Das glaube ich nicht, seht ihr? Oder die Ventil, das Ventil. Das glaube ich nicht. Kommt auch nichts drauf, wir müssen die ein bisschen testen. Das ist ja so typisch bei Wimmelbildspielen. Nö. Nö. Okay, also irgendwas müssen wir mit denen machen auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt noch nicht die Gegenstände dafür. Der Kreis ist in der Brust, sieht aus wie eine Art Vertiefung. Ich glaube nicht, dass der Eisenzylinder da hin... Doch, der gehört da hin. Und da ist eine Art Symbol, aber das haben wir noch nicht. Es scheint, als ob ein Teil des Mechanismus hier fehlt. Was werde ich finden, wenn ich ihn aufkriege? Ich vermute mal ein Herz. Oder der schmeißt uns die Vase da auf den Schädel. Kann natürlich auch sein. Okay, wieder so was Kleines. Ist hier eine Rose versteckt? Irgendwie, irgendwo? Ich schaue erstmal nach einer Rose. Okay, leider nicht der Fall. Wir brauchen Löwen. Der ist hier draußen. Ein silbernes Herz, das ist hier. Und eine Flasche, die ist hier. Aber ansonsten, wie gesagt, sehe ich jetzt keine Rose hier. Komisch. Doch. Alles gut. Ich habe sie gesehen. So. Aber mehr sehe ich jetzt hier auch nicht. Die sind manchmal echt so... ziemlich gut versteckt. Was zur Hölle? Oh, das sind Farben. Also fehlt mir noch ein gelbes Herz. Oder soll ich da... Ja, okay, dann fehlt mir eindeutig hier ein gelbes Herz. Aber Anfang haben wir schon mal gemacht, finde ich. So. Sonst glaube ich, gibt es hier gerade nichts Spektakuläres. Okay. Löwe, Flasche, Flasche. Dann schauen wir uns aber auch noch mal nach einer Rose um hier in dem Raum. Ist wirklich eine einfache Bibliothek, aber
Hat was. Okay, was ist das hier? Es sieht aus, als hier, ob hier etwas fehlt. Ja, nur Frage, was fehlt hier? Ich glaube nicht, dass das die Kabel sind. Und ich glaube nicht, dass ich auch die Kabel hier kombinieren kann. Stimmt, ich hätte mal nachschauen sollen, ob ich hier irgendwas kombinieren kann. Einfach mal testen. Nee, ich kann hier nichts kombinieren. Kann ich mit denen hier was anfangen? Nö. Okay, dann schauen wir uns mal weiter um. Notiz. Dass man die Notiz nicht einfach mal lesen kann, das ist, finde ich, ein bisschen schräg. Wir haben hier nur die Aufgaben. Repariere das Auto. Geh zu Tante Mildreds Haus und finde Mutters Brief. Mehr haben wir nicht. Wir haben nicht mal eine Karte. Wie gesagt, da merkt man, dass das schon recht, wirklich recht altes Filmbild ist. Ich sehe jetzt auch keine Rose hier. Okay, dann gehen wir mal zurück. Was wollen, oder müssen die Flaschen dahin? Was ist hier? Wir lieben Gold und Silber, aber über alles vergöttern wir Fleisch und Blut. Ich bin jetzt ein bisschen... Wir lieben Gold und Silber, aber über alles vergöttern wir Fleisch und Blut. Ja toll, das hilft mir ungemein. Leerer Podest, ich meine, wir haben drei Löwen. Oder soll ich die Löwen erst anmalen? Ihr seht ja, ich kann die nicht draufsetzen. Ich kann auch nicht die Flaschen hier draufsetzen. Hinweis. Ja, das ist ein toller Hinweis. Wir lieben Gold und Silber, aber alles, was wir alles über alles vergöttern wir Fleisch und Blut. Ja, Wahnsinn. Bin ich ja begeistert, dass sie das tut. Das bringt mich nicht mal ansatzweise irgendwie voran. Und jetzt? Keine Chance, kann ich hier nicht nutzen. Also das ist schon etwas Eigenartiges. Lass mich raten, ich muss die richtige Mixtur zusammentun, dass... ich die Löwen da reintunken kann. Ja, dachte ich mir doch. Ich brauche da noch ein bisschen mehr Farbe. Glaube ich. Irgendwo fehlt noch, also wenn wir hier Grün ausbringen müssen, brauchen wir nochmal... Ne, das ist Rot. Das ist Gelb. Wir brauchen nochmal irgendwie Grün oder so. Weil Gelb plus Blau plus Grün ist Gelb. Und die beiden haben wir ja. Rot haben wir und Silber haben wir. Das heißt, uns fehlt noch irgendwo eine Farbe.
Okay, da müssen wir noch ein bisschen suchen, wie es ausschaut. Ich lurke mal ein bisschen hier wieder rum. Ist hier irgendwo noch eine Flasche oder ähnliches, was ich mitnehmen kann? Ich klicke mal ein bisschen hier rum. Vielleicht werde ich ja irgendwie fündig. Oder darf ich mal. Ich nutze meinen Hinweis. Okay, das sagt ja aber auch noch was. Aber was? Ich kriege hier keinen Hinweis glitzern oder sonstiges. Das ist schon ein bisschen fragwürdig, finde ich. Weil ich könnte hier. Ich klicke jetzt einfach mal wild rum. Vielleicht klicke ich irgendwas aus Versehen an. Nö. Also jetzt bin ich querbeet übers Bild geflogen. Aber nichts tut sich. Das ist schon mysteriöses Wimmelbild. Und wenn ich Hinweis mache, glitzern nur diese vier Sachen hier. Das ist schon ein bisschen, wie soll man sagen, seltsam. Weil ich würde schon gern weiterkommen. Hier ist aber auch nichts irgendwie. Hier haben wir nämlich auch noch was. Und da fehlt so eine Platte, die haben wir leider nicht. Okay. Da hängen sie den roten Kabel los. Gut, es funktioniert. So, jetzt haben wir wenigstens Benzin. Aber uns fehlt halt die gelbe Farbe. Und das ist halt ein bisschen mehr hinderlich als hilfreich. So, jetzt haben wir auch Benzin. Kann man nichts machen. Mir fehlt uns außerdem immer noch ein Scheinwerfer. Ui, sie steckt fest. Warte mal, kann ich so machen? Oder so? Warte mal, Brechstange. Vielleicht mit dem Gewicht. Was für ein Albtraum, ich hasse Motore. Zum Glück habe ich da eine Einheit über das Autos meines Vaters gelernt. Etwas fehlt hier. Drähte. Zange. Öl. Etwas fehlt hier. Ventile. Etwas fehlt hier. Drähte? Nö. Ventil? Nö.
Fehlt sonst noch hier irgendwas? Die Drähte sind beschädigt. Ja, okay, die hier Drähte. Okay, dann haben wir schon mal einen kompletten Motor. Ja, wieso steigt der eigentlich immer hinten? Wieso steigt sie eigentlich immer hinten ein? Naja. Dann haben wir jetzt schon wieder ein paar Gegenstände losgeworden. Das finde ich schon mal super. Aber was mir halt fehlt, ist gelbe Farbe. Sonst komme ich hier nicht weiter. Ich schaue, ob ich hier irgendwas finde. Stimmt, hier fehlt immer noch den gutsten sein Auge. Oh lol. Ich habe bloß per Zufall hier auf die Rosen geklickt. Bei dem fehlt hier noch sein komisches Rosettenauge. Okay. Ich weiß zwar nur nicht, wo immer, wozu das hier noch hier gut ist. Aber schauen wir mal, was kriegen wir denn bei dir? Och nee, ein Merkspiel. Bum, bum, bum. Gott. Sorry, aber dafür habe ich jetzt nicht die Geduld. Es ist jetzt nicht, Herrgott, es ist nicht mehr in der Früh oder so, ihr merkt, es ist Licht hier bei mir. Das ist übrigens sehr gruselig, das anzusehen hier. Wo war das jetzt hier nochmal mit den Amuletten? War das hier hinten? Boah, ich weiß nicht mehr, wo das mit den Amuletten ist. Hier war das. Ah, und wir kriegen einen Drehknopf. Jawohl. Ist hier irgendwo eine Rose? Nur mal nicht, dass ich hier irgendwie eine übersehen habe. Hier ist eine Kellerassel. Also ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich sage jetzt mal so, ich bin froh, dass das noch überhaupt nicht abgestürzt ist, das Spiel. Bin ich heilfroh. Ne, das war im Schuppen, oder? Das war im Schuppen, das Ganze. Hier. Ändere alle Drehknöpfe auf grün. Oh, ist das mies. Und nimm nicht mal dazu zu schreiben, aber pass auf, wenn du eins drehst, drehen sich andere. Alter, ist das mies.
Aber wir haben es geschafft. Alter Schwede, ich hätte so ins Mikro gebissen, wenn es weiter so sich verändert hätte, aber war herausfordernd, auf jeden Fall. Okay, ich weiß nicht, wir sind schon über 20 Minuten, Freunde, aber ich setze jetzt noch den Scheinwerfer an. Das Auto ist fertig. Sehr schönes Auto übrigens. So ein Spielzeugauto aus Kinderüberraschungsei. Aber deswegen sage ich jetzt mal, bis zur nächsten Folge von Red Cross Mystery Legend. Tschüss. Und by the way, das Spiel gibt's auch auf der Switch. Tschüss.